Hannes Stummer, Datenschützer bei Epicenter Works. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Stummer, können Sie uns ein bisschen das Geschäftsmodell hinter Tinder und Co. erklären? Womit wird denn da eigentlich Geld gemacht? Ja, bei Online-Dating geht es um wir geben da sehr persönliche Daten preis. Also es geht um die intimsten Charaktereigenschaften, die Menschen haben. Und das ist natürlich sehr interessant, nicht nur für die Online-Dating-Industrie, sondern in weiterer Folge auch für die Werbung zum Beispiel. Und es ist in der Online-Dating-Industrie auch üblich, dann solche Profile dann untereinander auszutauschen. Es gehören sehr viele dieser Plattformen auch zu einem sehr großen Konzern, wo dann unter diesen Plattformen auch die Profile und Informationen über die Menschen ausgetauscht werden können. Das heißt, Daten ist eigentlich die Währung? Genau, die Daten sind die Währung, ja. Mhm. Beziehungsweise das Verhalten dann der Menschen, was dann in der Werbung wieder eingesetzt werden kann und ausgenutzt. Mhm. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, es werden wirklich Fotoshootings für Tinder-Online-Dating-Profile gemacht. Ja. Wie viel Zeit verbringen denn auch eure User mit diesem, sage ich mal, Aufputzen der Profile? Schon relativ viel Zeit. Also wir kriegen auch immer wieder Profile zugeschickt und werden gefragt, ob wir unsere Meinung dazu abgeben können, ob wir irgendein Statement dazu haben, ob es eh passt. Vor allem männliche User fragen uns, weil wir halt doch zwei Frauen sind, ob uns das gefallen würde. Und wir helfen auch immer sehr gerne. Aber das wäre eigentlich ein nächstes Geschäftsmodell. Meldet euch gerne. Nein, aber es ist einfach so, dass ich glaube, dass halt auch Unsicherheit da ist. Und zu sagen so, passt das eh, man möchte sich ins beste Licht rücken. Und ja, ist einfach ein Zeitfresser auch manchmal zu schauen, ob da alles passt, wie es ist. Und was funktioniert da besonders gut und was geht zum Beispiel gar nicht? Also was wir schon herausgefiltert haben, ist Fotos, wo ganz viele Menschen zu sehen sind, wo man nicht weiß, um welche Person es sich jetzt handelt, ist eher schwierig. Also das sagt uns vielleicht auch der Menschenverstand. Was auch lustig ist, es gibt immer so bestimmte Bilder, wo zum Beispiel die Herren immer die Tiger streicheln und die Mädels irgendwie immer in Dirndl sind. Ich glaube, das ist halt, man sollte vielleicht so ein bisschen schauen, dass man mehr die Persönlichkeit wirklich durchscheinen lässt, wenn man erfolgreich sein möchte auf einer Dating-Plattform. Generell mehr Fotos funktioniert schon besser wie weniger Fotos. Das merkt man auch bei unserer Community, wenn wir da Umfragen machen. Die wollen schon wirklich sehen, wer ist diese Person? Also was macht die gerne in der Freizeit oder womit beschäftigt sie sich? Also schon authentisch sein. Ja, eigentlich. Genau. Und also nicht so diese Layman-Sprüche immer, dieses, genau. Ja, am besten ein Selfie, Ganzkörperfoto, irgendwo, wo man vielleicht sieht, was der Mensch als Hobby hat, sei es Klettern oder man kann schon ein Foto vielleicht mit den Freunden, aber es sollte klar sichtlich das erste Bild sein, das ist die Person. Mhm. Wir haben vorher schon gehört, wir geben da sehr persönliche Daten ein und preis. Wie gut sind denn unsere Daten auf diesen Plattformen geschützt? Ja, geschützt ist vielleicht das falsche Wort, wenn wir über solche Plattformen reden. Also die Plattformen, die Tinder und Co., die wissen das natürlich alles auch. Was für Nachrichten schreibe ich mit wem? Wann benutze ich die App? Wo in welche Lokale gehe ich gerne? Schreibe ich vielleicht in der Nacht noch Nachrichten oder wische noch 10-mal in der Hoffnung auf ein Match? Also das verrät schon sehr viel über die eigene Persönlichkeit. Und kann ich mich da auch irgendwie aktiv schützen vor auch Datenbetrug? Also schützen kann man sich wahrscheinlich nur zu einem gewissen Grad, also zum Beispiel Fotos verwenden, die sonst nirgends verwendet sind. Und auch bei Daten, die optional, also was nicht verpflichtend ist, das einzugeben, sich genau zu überlegen, will ich das wirklich preisgeben, will ich das anderen Menschen preisgeben und auch der Plattform. Nur man muss sich immer bewusst sein, was für ein riesiges Netzwerk an Firmen das ist, mit denen man diese Informationen auch teilt. Und das sieht man einfach nicht. Das passiert im Hintergrund, das ist sehr undurchsichtig und das ist, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also sehr bewusst sich dazu entscheiden, auf diese Plattformen auch zu gehen und auch zu entscheiden, was man dort preisgeben möchte. Genau. Mhm. Jetzt gab es vor kurzem ja den Fall, dass sich sehr, sehr viele Menschen in eine KI-generierte Dame verliebt haben. Mhm. Wie sehr spielt denn KI bei euren Hörerinnen und Hörern eine Rolle? Also kommt das vor, solche Sachen? Kommt tatsächlich vor. Es wird auch immer mehr genutzt. Eine unserer bestgehendsten Folgen zum Beispiel ist, dass die Leonie mit ChatGPT geflirtet hat quasi und sich da Anmachsprüche hat schreiben lassen. Ja. Und wir haben uns gedacht, es ist ein Blödsinn rausgekommen, aber es ist nicht schlecht gewesen. Ja. Es war nicht schlecht, ja. Welche Starter kann man in einem Bumble-Match zum Beispiel bringen, weil es ja doch oft eine Hürde ist, was schreibt man als erstes, was interessant ist. Und ich muss ehrlich sagen, die Erfolgsquote war hoch, fast jeder hat zurückgeschrieben.
Das heißt, da geht es aber eher um Hilfe beim Flirten sozusagen und weniger darum, dass man jetzt zum Beispiel eine Person über KI generiert und dadurch dann... Genau, also mehr so, es ist mehr so die Hilfestellung zum Einleiten eines Gesprächs. Also wir haben das jetzt noch nicht so, die fanatischen KI-Fans, die wirklich auf diese KI-generierten Figuren stehen, die es ja auf Instagram und Co. zum Beispiel immer wieder mal gibt, das ist jetzt bei uns eigentlich noch nicht so das Riesenthema. Aber es ist wirklich so, die Leute nutzen es schon eben, um ein Gespräch zu initiieren oder vielleicht einen Anmachspruch irgendwie zu sich generieren zu lassen, der ein bisschen out of the box ist, wo man vielleicht so ein bisschen persönliche Details schon abfragen kann. Und es ist eigentlich recht charmant gewesen. Aber schauen wir mal, was die KI noch so bringt. Das ist ja nicht alles toll, was KI ist, leider Gottes. Ja. Jetzt kommt es natürlich auch vor, dass dann beim Online-Dating auch, dass es zu Love-Scam kommt, also Liebesbetrug. Habt ihr damit auch schon Erfahrung gemacht? Also ich wurde schon mehrfach gefragt, ob ich echt bin und ob man mein Instagram-Profil haben kann oder meine Telefonnummer, um das zu überprüfen, weil ja doch das Problem ist, dass viele über Tinder, Bumble und Co. einfach versuchen, ja, irgendwie jemanden zu scammen einfach. Und ich fand das ganz interessant, ich war ein bisschen schockiert am Anfang, aber habe mich dann auch ein bisschen reingelesen und habe gemerkt, okay, das ist anscheinend ein Ding gerade leider. Das heißt, den Leuten ist es schon bewusst? Ja, also zumindest mit denen, mit ich kommuniziert habe, war es bewusst. Aber warum gerade dein Profil? Also bist du da, schaut das irgendwie besonders falsch, fake aus? Oder? Ich glaube, weil es halt doch irgendwie auch so ist, dass ich halt doch meine Fotos auch nutze, die ich auf Instagram habe. Und da denkt sich vielleicht der ein oder andere, vielleicht ist das geklaut. Und ich kenne die Person ja vielleicht von Instagram. Und es könnte jetzt sein, dass die nicht das echte Profil ist. Also mir schreiben auch relativ häufig Leute auf Instagram, hey, ich habe dich auf der App gesehen, bist das eh du oder ist das ein Fake-Profil? Ja. Was kann ich denn tun, um mich vor solchen Liebesbetrügereien zu schützen? Vielleicht aus Datensicht. Meistens schützt wahrscheinlich einfach keine Informationen herzugeben von sich. Ja, also Sichtbarkeit online ist ganz gleich auf Dating-Plattformen, sozialen Medien. Bringt natürlich auch immer Gefahren mit sich, eben so Scams oder können auch Deepfake-Videos oder Fotos sein. Und ja, die digitale Gewalt ist natürlich da auch ein Thema.